Herzlich willkommen zurück, Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Ja, Kevin Spacey aka Jonathan Irons hat uns dann doch verraten. Wir haben das ja ein bisschen erwartet. Da oben sind wir gefangen. Schwarm, weg! Mit jedem neuen Part geht dieses Menü irgendwann mal auf. Geben wir Gas. Ich überbrücke die Tore. Lauft über das Dach und springt über das Geländer. Wir sind hier im vierten Stock. Na los. Boah, weg hier. Und tschüss. Ja, irgendein unbekannter Hacker hat unser Exoskelett geknackt. Und der leitet uns jetzt gerade wohl hier raus. Mit mehr oder weniger Erfolg. Ja, ich weiß, dass ich kurz vorm Ertrinken bin. Das war knapp. Okay, hier geht's hoch. Noch immer befinden wir uns in Neubagdad. Und was jetzt? Ihr müsst es über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Oh, riesengroße Werbung für Atlas. Make the way for progress. Auf die Knie, sofort! Oh, können wir uns hier einen Moment hinsetzen? Wir haben nicht viel Zeit. Dadurch. Na, scheinbar nicht. Runter zur Straße. Scharfschützen! Ungeschützt! Wo wurde es entdeckt? Ich hab sie entdeckt! Da sind sie! Ja, ich sehe sie! So, ich muss auf jeden Fall aufpassen, ich will keine Zivilisten umschießen. Hier sind nämlich überall welche. Kontakt, 1 Uhr! Kontakt, 1 Uhr! Ich hab sie entdeckt, da sind sie! Kontakt, ziemlich verwinkelt ist hier alles. Sehr schöne Architektur, aber... Tja. Wow. Verdammt noch mal. Ah, hier geht's wieder runter, sehr schön. So, hier sind die nächsten Bösen. Weiter geht's. Oh, alles wieder Zivilisten aus dem Weg, Jungs. Ach du Scheiße! Sag mir mal bitte einer, was ich gegen den Kollegen machen soll. ASD ausgeschaltet! Stopp vor euch! Mitchell, steig in das Boot! Was für ein Boot? Ah ja, hier. Was ist denn das für eine verdammte Gurke? Das ist der Smart des Wassers, oder wie? Bereite den Kletterhaken vor. Den wirst du noch brauchen.
Ja, schön Technik. Die Kanäle runter in Richtung des Geschäftszentrums. Wir werden von Drohnen verfolgt. Wow. Tauch unter diesen Booten durch. Fahr schneller. Ja, würde ich ja gerne, aber das Ding lässt sich ziemlich schwammig steuern. Okay, 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 okay. Raketenerfassung, tauchen! Achtung! Oh. Halleluja! Hier wird's aber ziemlich ungemütlich. Aufpassen! Oi, oi, oi. Weiter! Oi, oi, oi. Was ist denn hier nur los auf dem... Oi. Ui. Raketenerfassung! Tauchen! Verdammt nochmal! Was soll ich denn hier noch untertauchen? Wo sind wir gleich? Was seht ihr dann? Angriff! Tauchen! Ja, ich tauche schon so schnell und so lange wie ich kann. Oh, Kacke. Alles in Ordnung? Könnt ihr weiter? Ja, das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Der Evakuierungspunkt liegt über euch, oben im Gebäude. Wie sollen wir darauf kommen? Setzt den Akt ein. Aha. Mitchell, okay. Hier drüben können wir den Haken einsetzen. Noch ein Punkt für den Kletterhaken über uns. Weiter nach oben. Also wir haben auf jeden Fall die geilsten Gadgets, die es gibt. Mann, okay, jetzt müssen wir mal ganz schön... Mit dem Haken auf den Vorsprung. Oi, oi. Wohin? Da hoch. Wir brauchen den Magnetgriff. Kerle, so schnell kommt man aber auch hier überhaupt nicht. Ich meine, so schnell kommt man gar nicht mit dem Reden mit. Ihr merkt es wahrscheinlich gerade. Die pure Action, die hier abgeht. Da lang. So, ja, wo? Los, rauf auf die Hochbrücke! Fallen lassen und über die Hochbrücke! Feinde hinter den Paletten! Kommt da, bei uns! Aber wir müssen uns den Weg wieder freischießen. Über die Hochbrücke! Wir sind ja schon dabei. Mittlerweile merkt man, die KVA, die Einheiten, gegen die wir kämpfen, die sind mittlerweile auch ziemlich gut equipped. Zu dem Kran und an ihm rüber! Vorsichtig! Oh, das könnte hässlich ausgehen. Los, los! Weiter! Spring, Mitchell! Also ohne Exoskelett wären wir wahrscheinlich schon fünfmal tot. Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Warbird! Wie geht's weiter, Bird? Nicht schießen! Wenn das mit eins nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht! Atlas 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei. Kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung. Rein da. Jetzt.
Okay, Utopie abgeschlossen. Sie und Ilona konnten mit Hilfe ihres alten Truppenführers Cormac aus Neubagdad entkommen. Sie werden zur Nachbesprechung in einen unbekannten Ort gebracht. Tja, Cormac haben wir zum letzten gesehen in der Mission, als wir unseren Waffenbruder und besten Freund Irons verloren haben. Irons ist der Sohn von Jonathan Irons. Ja, und wir müssen ja mittlerweile, der hat so einigen Dreck am Stecken. Jetzt schauen wir auf jeden Fall mal in die nächste Mission hinein. Ein paar Minuten haben wir auch noch. Auf jeden Fall fliegt uns hier ganz schön das Blei um die Ohren. Da komme ich immer kaum zum Sprechen. Meint man gar nicht. Aber man muss sich auch ein bisschen konzentrieren beim Schießen. Jetzt haben wir uns im Schatten versteckt. Beobachtet. Gewartet. Wir wurden vor 4 Jahren gegründet. Eine multinationale Einheit der USA. Codename Sentinel. Unsere Mission, die KVA-Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Häfen, Schifffahrtswege, Pipelines. Nation für Nation trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan Irons. Wir realisierten zu spät, er hatte uns eingekesselt. Und jetzt, in den letzten 10 Tagen, gab es jede Menge ISA-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Manticore. Atlas führt bereits etwas im Schilde. Aber wir wissen nicht was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist und es zu stoppen. Wie sieht's aus, Mitchell? Bist du dabei? Tja, da haben wir es nochmal schwarz auf weiß gesehen. Kevin Spacey, aka Jonathan Irons, ist definitiv der Hauptbösewicht dieses Spiels. Sentinel heißt die neue Mission. Unbekannter Aufenthaltsort. Einsatzschild, Overdrive und Kletterhaken sind die aktivierten Gadgets. Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden, mit denen wir trainiert haben und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Sentinel Hauptquartier, da steht's groß und breit auf dem Monitor. Ich guck mir eigentlich gerade nur diese riesengroße Team, Halle an. Wir haben grünes Licht für Operation Einsamer Wolf. Dank Mitchells Informationen wissen wir, dass Eins zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist. Ich leite das Einsatzteam und SEAL-Teams halten sich bereit für die Evakuierung. Eins hat oberste Priorität. Wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen. Bringen wir es hinter uns. Okay, der Plan sollte klar sein. Wir brechen in das Haus des größten Militärstrategen dieses Planeten ein. Ich bin gleich im Das kann ja nur schief gehen, oder? Bangkok, Thailand. Bin drin. Die Drohnenpatrouillen wechseln. Die Zeit läuft. Kingpin, wir sind an der Vordertür. Verstanden. Anklopfen. Haken bereit machen. Kingpin, wir rücken zum Kontrollpunkt 1. Verstanden. Wir haben euch auf dem Schirm. So, und bevor wir uns jetzt da hochhangeln, werden wir hier direkt wieder eine kleine Pause machen. Ja, hier in Bangkok werden wir also so einiges wieder erleben. Schaltet wieder ein, es geht spannend weiter in Call of Duty Advanced Warfare. Bis dann.